Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Endless Space. Mit mir dabei ist Lord of Space, Anoholic. Oh, unendliche Weiten. Dings sind die Abenteuer. Ach nee, falsches Let's Play. Moin Moin, Leflüt. So ähnlich, genau. Aber es geht, hat auch was mit Space zu tun, so im weitesten Sinne und so. So, ich würde sagen, wir lassen unsere Schiffchen wieder fliegen. Yay! Oder fahren oder schwimmen. Entscheidet es selber. Springen. So, wir haben ein Schiff ohne Befehl, wie jetzt. Du oder was? Du Sausack, Zaurack. Du Sausack. Entschuldigung. Ah ne, ein Kochab. Ja, dann können wir da theoretisch. Ne, ist ein Dagobert. Ach, damit haben wir doch, da sind schon mal Kunden mit da hinten in dem Gebiet. Ja, dann schick mal Dagobert doch hier irgendwo weiter, oder? Richtung. Ja. Da so. Richtung da so. Fliegen wir nach da so. Ja. Steuermann, setzen Sie einen Kurs nach da so. Gibt's eigentlich eine Stadt, die da so heißt? Irgendwo, keine Ahnung, Italien oder sowas? Fragen stellen. Ja. Immer. So, aber da würde ich sagen, beenden wir den Zug auch wieder, oder? Oder was ist das hier für eine Flotte? Was steht da noch so schönes rum? Oh. Jede Menge Waffengewalt. Da so eigentlich, da so Franke ist ein DJ und Musikproduzent in der elektrischen Musikszene. Ach, da so dieser. Ja, genau. Okay. Ich beende einfach mal den Zug. Was soll's? Kann ja nur schlecht werden. So. Ja, wie gesagt, also da so ist quasi ein DJ. Demnach. Da so ist DJ. Daso ist ein DJ. Alles klar. Heute Abend im Programm DJ Daso. DJ Dago und Anno. Ja. Oh yeah. Yeah. Oh, Jorun Elgesrei hat wieder einen neuen Fertigkeitspunkt verfügbar. Der gute Eggy. Der Eggy. Ja. Eggy. So, der war auch eher auf. Achso, das war Verteidigung, Offensive, Nahkampf, wo der seine Stärken hatte. Der fliegt ja, aber der auch mit der Flotte mit, genau. Dann sollten wir auch tendenziell weitergehen. Drei Nahkampf oder eine Verteidigung, eine Arbeit, ein Nahkampf, eine Offensive, eine Intelligenz. Ja, wobei, das ist so ein bisschen ins Blaue reingeschossen. Ja, da geht's einmal und einen Teil brauche ich gar nicht. Was ist denn, was? Du kannst dann runterscrollen. Runterscrollen? Scroll the runter und so. What do we got here? Minus 20% Leistung der gegnerischen Verteidigungsmodifikation. Minus 20% Verteidigung? Ja, wer sich aus dem Fenster lehnt. Er sieht zwar. Schau mal raus, siehst du da was? Boom! Jo, Kugel im Anmarsch. Oder Laser. Das ist wie dieses eine Bild, wo Chewbacca quasi wie so ein Hund aus dem Fenster des Millennium Falcon rausguckt, Zunge weht nach hinten und von vorne aus dem Cockpit schreit Harrison Ford alias Han Solo, Chewie, komm wieder rein, es zieht. So, wir hätten auch noch plus 5 RP-Regeneration in befreundeten Gebieten für Flotte. Mhm. Also RP ist Rüstungspunkte, nur zur Erinnerung. Naja, aber da müssen wir halt immer auf eigenem Gebiet sein, ne? Bäh, wie uncool. Was haben wir noch? Plus 30% Chance auf kritische Treffer. Was ist denn das da oben für ein Karate-Kit? Hier. Furchtlose Gegner. Plus 25 Offensiv- und Defensivattribute für Helden während einer Schlacht und wenn die feindliche Flotte einen Helden hat. Ich meine, wenn wir schon auf einen Helden treffen, sind wir dadurch zumindest besser dargestellt. Ja, und schadet ihm jetzt auch nicht. Ja, soll man das nehmen? Würde ich sagen. Wir lesen noch kurz einfach zu der Vollständigkeit halber das unten noch vor. Der Held ist versessen darauf, seine bereits hohen Fähigkeitsstufen weiter zu steigern. Erst im Kampf mit einem gleichwertigen Gegner kommen seine Talente wirklich zur Geltung. Na, Jorun? Ja. Eggy. Eggy. Edi. Mhm. So, was haben wir hier? Mond ist leer auf Arkap 2. Wie Mond ist leer. Auf dem Mond findet sich nichts, das von Interesse wäre. Er ist einfach ein lustloser Felsbrocken. Ja. Wir haben doch in den letzten Dingen das Monderkunden freigeschalten. Ah. Und okay. Nusakan 4 leider auch. Da ist auch ein Mond ohne. Also ansonsten wären da edle Ressourcen, die man abbauen kann, oder was?
Nee, aber man entdeckt manchmal gewisse Dinge. Also okay, so, das brauchen wir wieder für den Maya-Tempel. Das ist die Mond an, also ach so. Erkundung. Strange Symbole hier teilweise. So, Arkap hat nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, Dagoberts. Dagoberts. Auf in die Rüstungsindustrie. Gleich mal 3. Ja. Dauert auch nur 5 Runden, das geht ja eigentlich für 3 Stück. Mhm. So. Aber du hast recht. Wir müssen langsam ein bisschen nachziehen mit den Gegnern. So, die anderen haben noch was zu tun. Dann würde ich sagen, Schiffe fliegt. Fliegt, meine Schiffchen, fliegt. So, wir sind genau hier. Hirr. Also hirr, genau. Aber das sieht eigentlich nach gar keinen so, also jetzt auf den ersten Blick. Ich habe das Gefühl, das ganze Ding ist für die anderen unerreichbar, irgendwie so ein bisschen. Ja, die könnten schon hinkommen, aber oh, mit Wasserwelt, Tundra und so. Ist gar nicht mal so unattraktiv. Ich meine, gut, die Lava ist jetzt nicht unbedingt, aber mein... Ja, Gott, da hält man seine Hände gegen und wärmt sich dran. Ja, eben, die anderen Planeten sollten schön warm haben, theoretisch. Haben wir Kochab eigentlich schon angeguckt? Ich erinnere mich gar nicht. Ich sehe noch nichts. Oh. Ein Terranischen, also relativ viel Möglichkeit, auch zwei Terranische sogar. Mit relativ viel Bevölkerungsfähigkeit, also ja. Das bisschen, haben will. Das bisschen psychoaktive Luft, mein Gott. Ja, regt euch nicht so das auf. Das kleines bisschen psychoaktive Luft geht weg von der Leine, sagt mein Mann, ja. So, was haben wir denn hier? Das ist nicht zufällig ein Kolonieschiff, oder? Was da hochfährt. Doch. Pilger. Haha, Missionar 2. Was ist denn ein Orm? Ich glaube, nichts Spannendes. Orm! Keine Ahnung. Aber wobei, jetzt habe ich Angst vor Orm. Doch, Dschungel. Dschungel ist auch ganz nett. In the jungle, aber ich würde mighty jungle, the Hyperium sleeps tonight. Würde prinzipiell aber schon sagen, guck mal, Alter, 22 Dust in dem Gasriesen. Ich glaube, das hat mir letztes Mal schon gesagt, dass wir gesagt haben, irgendwas von diesem Satzbau schon. In einem Satz, in einem Gespräch haben wir gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen mal drüber sprechen, was man so alles sagen kann, beziehungsweise wo wir übrigens überall Dust finden können. Wenn du sagst, dass du sagst, dann sagst du nur, du sagst. Genau. Aber um deinen Satz zu Ende zu bringen, sag deinen Satz zu Ende. Komm, lass es raus. Wir brauchen mehr Kolonieschiffe. Ja, sowieso. Weil wir müssen... Kochab ist einer der nächsten. Also da würde ich sagen... Irr und Orm. Ja, ich würde zumindest trotzdem den hier erstmal dahin schicken. Nach Kochab. Ja, das ist besser. Weil da haben wir dann schon mehr Planeten sicher. Gut. Ich hoffe nur, der Grüne kann nicht irgendwie von oben, dass er oben noch irgendwie so eine Querlinie rüber ist, dass er nicht dann irgendwie von da kommt. Deshalb sage ich ja, aber dann nehmen wir trotzdem schon mal die größeren Systeme, dass er die nicht mehr einnehmen kann. Mhm. Gut, dann beenden wir diesen Zug auch mal. Jupp. Yippie. Yay, Schweinebacke. Ja, es ist halt anders wie in den letzten Runden, wobei in den letzten Runden lief es ja auch relativ gut, so flüssig und so. Ja, deshalb ich finde es doch gut, dass sie mittlerweile endlich die Schiffe so reagieren, wie sie reagieren sollen. Also wenn man ihnen einen Befehl erteilt, dass dieser dann auch ausgeführt wird und nicht irgendwie ein ewig langes Geklicke durch die Runden stattfinden muss, bis der Zug beendet ist, in diesem Fall. Ich habe aber auch fleißig geübt, dass das nicht vorkommt. So, wo schickt man den jetzt hin? Was hast du heute gemacht? Ich habe Klick geübt. Wo warst du heute? Ja, ich habe vom Computer klicken geübt. Also wir könnten ihn in Richtung Pro-Stern schicken oder Richtung weiße Sonne wahrscheinlich ist es wieder. Zeigt es mir nicht an, okay. Da, ah doch, ja, weiße Sonne. Hm. Wollen wir noch erst die weiße Sonne einmal rechts anfliegen? Achso, hier das Zwischending, ja, können wir auch machen. Kommt er vielleicht sogar noch an? Nein. Nein. Ah doch. Da mag er nicht doch, mehr. Doch. Ist schon verschwunden. Megaretz. Nicht reinfliegen in die Sonne. Oh, guck mal, da geht's noch oben. Ja. So, schauen wir auch mal kurz rein natürlich. Trocken, Asteroidengürtel, Tundra und Wüste. Ja. Ist jetzt... Gibt Schlimmeres, ja, genau. Trifft's ganz gut. So. Spielereignis, neue Anführer, ganz egal von welcher Lebensform sie abstammen, mit der Rekrutierung und Ausbildung solcher Helden stärkst du dein Imperium. Jeder Anführer benötigt fähige Untergebene und du scheinst zu den Besten zu gehören. Oh,
Ich weiß. Haben wir neuen Helden oder was? Ich weiß. Ja. Oder ist es für uns einfach nur? Nee, ich glaube da hier. Wir haben, glaube ich, einen auf irgendeine Stufe gebracht. Könnte das sein? Hier, Eggy? Oder wen? Also, Buddha Texiker ist auf Stufe 10. Ich weiß nicht, ob wir schon einen besseren haben. Ich glaube nicht. Der suchende Techniker. Ja. Buddha. Der Tech-Seeker. Genau, okay, der ist auf jeden Fall Arbeit und Intelligenz. Ich glaube, der ist auch im Kellum, genau. Der ist in diesen, der ist in diesen einen Planeten, wo er ziemlich viel für. Also, wir könnten plus 4 Arbeit, passt ganz gut, weil dann hat er mit Intelligenz wieder ausgeglichen. Joa. Na komm, du musst das schon. Geht's jetzt doch logisch. Na, so ein bisschen ziert es sich manchmal, aber. Völlig egal. So, hier haben wir jetzt. Haben wir schlimmere Zeiten hinter uns. Haben wir jetzt zum Beispiel ein Inka-Ding entdeckt. Nein, Tempel der perfekten Infrastruktur. Du hast einen Tempel auf dem Mond des Planeten Nusakan 5 entdeckt. Diese Gemeinde beschäftigt sich eher ungewöhnlich für eine Gruppe der Virtuellen mit Bau und Architektur. Die hier überlieferten Aufzeichnungen liefern Erkenntnisse, mit denen sich die Industrieproduktion stark ankurbeln lässt. Das Ziel war vermutlich, auf den Planeten optimale Bedingungen für die energieabhängigen Körper der Virtuellen zu schaffen. Plus 1 pro Bevölkerung für Planeten. Alle? Ich glaube eher für Nusakan 5, aber okay. Für alle wäre schon ein bisschen heftig, glaube ich. Ja. Aber wer weiß. Ich glaube. So, wir haben nochmal einen gefunden übrigens. No. Weiß nicht, ob du es vorlesen kannst. Wenn ja, dann darfst du gerne. Ich warte einfach darauf, dass der Text scharf ist. Ja, wie gesagt, wir quatschen eh so lange, bis es dann scharf ist. Ja, es baut sich ja nach und nach auf. Und daher, wir können ja bis dahin. Wie war denn das Wetter heute in Stuttgart? Gut. Also ich war viel draußen heute. Die Gelehrten der geistigen Überzeugungskraft waren ein gewaltfreier Ableger der virtuellen Infiniten, die dem Sieg durch nicht-militärische Mittel anstrebten. In diesem alten Außenposten findet sich möglicherweise der größte Wissensschatz der Galaxie, was Überzeugung, Propaganda und Öffentlichkeitsarbeit angeht. Plus 20% Einflussbereich für Sternensystem. Jawohl! Das ist nämlich der Tempel der geistigen Überzeugungskraft. So sieht's aus. So. Also Steam. Quasi. In Kellum gibt's wieder was zu tun. Oh, und da ist ein Missionar fertig. Auch schön. Also, die. Ich mach das Geräusch zu häufig, oder? Bei jedem großen Ereignis. Ach. Ich finde, da kann man jetzt drüber diskutieren. Oder. So. 3 Dagoberts. 3 Runden. Klingt gut. Ja. So, sollen wir den Missionar mal alleine erstellen? Ja, ich meine, der fliegt ja mittlerweile nur noch auf freundlich gesandten Gebiet nach da oben. Eben. So, dann haben wir das auch schon. Was haben wir noch hier zu arbeiten? Nusakan hat noch was. Was können wir hier machen? Können wir da noch was bauen? Oh ja, endothermische hier Dingsens. Ja. Gerne. Dafür bekommen wir plus 2 Bevölkerung auf einem winzigen Planeten und +1 Bevölkerung zusätzlich auf einem kleinen. Na dann. Wir haben einen winzigen, das heißt, da passen gleich mal 2 drauf noch. Gut. Können wir das hier auch erstmal sein lassen. So, Dagobert ist in Megeretz angekommen. Den können wir. Megeretz. Lieber hier rechts zu der weißen Sonne noch oder hier zu diesem Protostern? Langsam wird's echt, ne? Wir haben da 5 Wege, wo wir jetzt lang können. Ich sag ja. Na, lass erstmal die weiße Sonne, dann haben wir die mal abgehakt. Ist die mal durch, wenigstens, ja. So, flieg, mein Engel, flieg. Wir hätten eigentlich auch Engel nennen können. Aber gut. So, wir haben noch einen. Ach ja, stimmt, unser in Kellum fertiggestelltes, unser Missionar. Ja. Den schicken wir jetzt gleich mal Richtung hier. Also hier. Hirr. Würde ich sagen. Können wir dieses Thema eigentlich auch umtaufen? Nicht, dass ich wüsste. Schau dir. Und in Pegasus stelle ich gerade fest. Also die können noch einiges bauen und sind hier auf. Weißt du? Ist dieser eine Planet eigentlich noch gänzlich unbesiedelt? Welcher? Link.
Der da? Ja, das ist ein Gasplanet, den können wir noch nicht. Achso, den können wir noch nicht, okay. Ja. So, und ich habe auch nochmal hier so einen Dagobert, der fertiggestellt war. Den können wir theoretisch auch mal hier hochschicken. Dann kann er da auch mit erkunden. Mhm. So. Haben wir da eigentlich zufällig eins von unseren Schiffen in, ich wollte gerade sagen FedEx stehen, aber wie auch immer das Ding da... FedEx? Moment, wo jetzt? Ich glaube, es ist jetzt weg, aber ich glaube, das ist jetzt in Corona angekommen und das andere steht in Bethel. Sind das unsere? Also alles Rote ist von uns. Was macht denn dieses eine Schiff da auf Corona? Ich glaube, das ist da einfach hingeflogen, wo wir erkunden wollten, aber es ist noch auf dem Weg woanders hin. Okay. Zumindest sehe ich hier noch hier diese, siehst du diese Punkte? Ja. Das heißt, es hat... Oh, Ibany ist, glaube ich... Oder war es schon vorher verloren? Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht verloren, nee. Schade, ich hätte gern Columbia gehabt, wobei, was spricht dagegen? Schicken wir es halt Richtung Columbia. Nö? Das ist ein Kolonieschiff? Da ist ein Kolonieschiff dabei. Okay. Eskortiert von zwei Dagoberts. Aber sicherer geht's nicht. So, Missionar, den können wir eigentlich auch jetzt nach Koch abschicken. So, ist nächste Runde da, dann würde ich sagen, beenden wir jene doch gleich. Mhm. Cheng. Ja. Der böse Cheng. Cheng. Ja. Beziehungsweise, wenn die Polizei ist. Cheng. Mhm. So. Chef, wir haben wieder 30 Euro. Yay. Haben Sie es auch gehört? Kaching hat's gemacht. Das Mittagessen ist wieder sicher. Ja, wir können uns das leisten. Ehrlich jetzt. So, erstmal Schiffe, würde ich sagen, fahren lassen, fliegen, wie auch immer. So, jetzt gibt's einiges zu tun, schätze ich mal. So, Nusakan ist nämlich auch mit diesen Dingern jetzt wieder fertig. Was wir gerade gebaut haben. Diese Erweiterung hier. Lang gehalten. Das ging ja fix. ja, selbes auch. Die müssen jetzt auch ein paar Schiffchen bauen. Ich meine, wir brauchen ja irgendwie mal eine Flotte, ne? Wir sind ja, ich weiß nicht, kann man eigentlich die Mächte, die wir jetzt hier sehen, miteinander vergleichen und uns? Militärisch? Nicht wirklich, aber man sieht schon an den Zahlen, wir sind also fast halb so schlecht wie die anderen. Beide. Fast halb so schlecht, okay. Ja. Also das Glas ist halb schlecht voll. Also der, bei dem Horatio, der ist schon mehr als doppelt so gut wie wir. Ja, der setzt ja auch andauernd seine Sonnenbrille auf und ab. Da können wir ja nicht mithalten. Ah, the fool again. Ja, schon klar. Und die Automatons sind auch auf dem besten Wege, besser zu sein, als fast doppelt so gut zu sein. Ich frage mich gerade, wie die das machen. Ich meine, wir haben. Also entweder haben die da oben Riesensysteme, die wir noch nicht gesehen haben. Oder sie sind technisch. Weil von den Grünen sehe ich gerade mal zwei Planeten und von den Blauen haben wir noch drei. Es geht hier auf jeden Fall noch weiter. Das sieht man schon. Ja, dass die hier grüne Straßen noch haben, aber wenn die jetzt natürlich sämtliches auf Forschung gebaut haben, dann kann es natürlich sein, dass wir kräftig hinterher sind. Aber da arbeiten wir ja dran. Nö? Ja gut, aber wenn sie also Forschung setzen, haben sie ja keine Produktion, ne? Ja, ich weiß noch nicht. Ich hoffe irgendwie, dass sie es nur auf Forschung, wobei dann die Produktion kommt dann relativ schnell. Wenn sie diesen Vorsprung so schon haben. Gut, ich würde sagen, jetzt schicken wir es mal hier hin. Zum Protostern. Jo. Einfach, dass er hier mal, vielleicht kommt er da ja wieder rüber. Schauen wir uns noch kurz Birius an. Groß, Tundra, riesig, Gas und Mittelwüste. Okay. EM-Strahlung. Ja, es gibt jetzt auch schönere Systeme wahrscheinlich, aber gut. Solide, würde ich mal sagen. So, und der hier darf gleich mal kolonisieren. Koch ab. Koch ab. Vergiss daher nicht, die Eier abzukochen, ja. Was machst du, wenn das Ei roh ist? Koch ab. Ja, gut. Wohin gehen wir denn mal? Ich würde sagen, sieht mir erst gleich aus. Mittelterranisch? Hätte ich jetzt auch gesagt. So als Einstieg, ja. Der Rest soll ja schon noch kommen, aber
Flop. So, das kriegt jetzt natürlich auch wieder dementsprechend eine Bewirtschaftung. Ja, Nahrung 11, Industrie 7, Wissenschaft 2, das 6. Tyrannisch plus 2 bei dem hier. Und sonst ist es nirgends dabei, würde ich fast sagen, nehmen wir das hier. No. So. Um das Ganze zu beschleunigen, können wir hier auch 71 Dust ausgeben. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Also sonst dauert es 5 Runden und sonst so sind wir dann schon in der nächsten Runde fertig. Einfach um ja, okay, ein bisschen aufzuholen, ne? Um auch mal was anderes zu zeigen. Andere Funktionen. Ja, vor allem, wir müssen hier ja noch genug bauen. So ist es ja gar nicht. Mhm. So, was kostet das? 155? Naja gut, das geht auch noch. Und vielleicht, wenn es irgendwie geht, Produktion... plus 20% finde ich noch nicht so das, was ich will. Plus 10% ist jetzt eher noch schlechter. Ja, eins von beiden sollte man fast aber schon nehmen, oder? Also entweder das hier oder das da. Einfach, dass ein bisschen Produktion mehr ist. Würde ich aber das da sagen, weil da ist 20% fürs ganze Sternsystem gleich mit drin. Ja, und kostet nur 3. Und das andere war 10% fürs Sternsystem und hat 2 gekostet, ja. So, wie viel kostet es? Okay. Naja, komm, eins kann man ja auch mal bauen lassen. 24 Runden ist halt viel. Aber, na gut. Gut, das hatten wir jetzt soweit fertig. Ja. Ist unser Schiff da oben schon auf dem Weg zum Protostern oder ist das jetzt nur so? Das ist schon auf dem Weg. Okay. Und das andere Kolonieschiff ist auf dem Weg nach Columba? Columbia, hier. Ja. Die sind mittlerweile in Olvaldi angelangt. Gut, und was steht rechts neben Battle? Was da? Ja. Das ist ich schätze mal unsere Grenzarmee. Ah, okay. Eine Grenzarmee. Ein Dagobert und ein Paladin. Ja, okay. Ja. Besser als nichts. Mein Horatio ist auch wieder da mit seiner Sonnenbrille. Mir schule gerne. Aber, ja. Okay, aber da würde ich fast sagen, die Folge ist schon wieder durch. Wett? Ja. So schnell geht's. Nee, schönes Kino, also nochmal. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und der Lord of Space wird die Folge jetzt erstmal beenden und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Lord of Space! Yeah! No! Macht's gut.